Hallo ihr Lieben und einen wunderbaren Nikolaustag euch. Wir werden heute zum Nikolaus eine Nikolausmütze machen. Einen Anhänger, einen Schmuckanhänger, Geschenkanhänger, wie auch immer. Wie ich den gemacht habe, werde ich euch zeigen. Denn ich bin ja auch immer schönartig, ne? Augenzwinker. Ja, ich hoffe, eure Stiefelchen waren prall gefüllt. Hoffentlich nicht mit Kohle oder Stöckern oder was auch immer. Vielleicht ein bisschen Obst, vielleicht auch was Gesundes. Ein kleines Schokoladenmännchen oder Weibchen, was auch immer. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Weihnachtsmütze geht. Viel Spaß! So, je nachdem, wie groß die werden soll, muss natürlich auch die Größe eures Papyrus haben. Aber da ich ja hier Anhänger mache, wird es bei mir nicht ganz so groß. Ich überlege gerade bloß. Nö, die bleibt so. Und zwar die Mütze. Die Weihnachtsmütze. Erstmal haben wir ja so einen flauschigen Rand unten, ne? So, ich mache das mal nicht ganz so dick heute. Dann so, hier haben wir einen Knick drin. So, so machen wir das. So. Werden wir mit einem schönen knalligen Rot anfangen. Und zwar mit echt Rot. So, mach das hier ruhig von Anfang an schon so ein bisschen uneben. Hier Runde auch, so außer hier oben nicht. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen trocknen und nebenbei können wir nämlich hier schon da könnten wir jetzt uns überlegen. Ich würde hier Neutraltinte nutzen. Mit einem kleinen Ticken hellblau. So, fangt hell an. Ist es euch zu hell, könnt ihr immer noch dunkler werden. Aber wenn ihr zu dunkel anfangt, dann kann man nicht mehr so viel wegnehmen. So. Wir machen hier vorsichtig den Rand. Ruhig wie so ein Wölkchen. Uneben. Die Gurken können auch, wirft ja auch ein bisschen Schatten. So, dann nimmt das doch schon Formen an. Könnt ihr das erkennen? Glatt. Machen das da noch ein bisschen flauschelig. So. Na, das sieht doch schon gut aus. Erste Schicht. So,
So, bei dem Rot werden wir jetzt ein bisschen dunkler. Ein bisschen knalliger. Das mischen wir aber trotzdem nochmal mit dem Echtrot. Denn wir haben jetzt hier diese Falte. Ein bisschen gröber machen. Das wird natürlich auch alles ein bisschen dunkler. Das gleiche passiert auch mit dem Flausch. Der wird auch ein bisschen dunkler. Und zwar aber auch jetzt nur da, wo er Schatten wirft. Beziehungsweise auch vielleicht nur ganz vorsichtig mit dem, was wir schon haben. Also hier kann es ruhig ein bisschen dunkler werden, weil da treffen ja zwei Ebenen aufeinander. Und wir wollen das ja so ein bisschen dynamischer haben hier. So. Mit dem knalligen Rot. Ein bisschen Krabblack. Na, das sieht doch schon nach was aus. Und dann gehen wir mal nur mit dem Krabblack. Und dann gehen wir auch noch mal im dritten Schicht, ein bisschen dunkler hier. Aber da jetzt gar nicht so viel. Und da haben wir auch schon eine kleine Weihnachtsmütze fertig. Die gefällt mir richtig gut. Passt schön zu meinen Nägeln. Gut. Dann, ihr wisst, trocknen lassen. Ausschneiden. Und fertig ist die Weihnachtsmütze. Die gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt, wie eure Weihnachtsmützen aussehen. Vielleicht hat ja auch jemand eine Weihnachtsmütze mit der Bommel direkt nach oben gemacht. Ich freue mich, wenn heute zum Nikolaus so ein paar Weihnachtsmützen auftauchen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, ich konnte euch trotzdem etwas Kleines mit auf den Weg geben. Und wünsche euch einen wunderbaren Nikolaustag und ich denke doch, dass ihr jetzt noch eure Schuhe lernen werdet, oder? Mal sehen, was da so drin sein wird. Wir sehen uns morgen. Tschüss!